Willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wo wir herausgefunden haben, dass Batman gar nicht der Arkham Knight ist, sondern der Arkham Knight, der noch mitmacht. Und wir versuchen irgendwelche Leute zu retten. Sie wäre nicht zu spät, weil ich habe jetzt gerade eine kleine Sportpause dazwischen gehabt. Nein, der bewegt sich noch. Phase 2 ist es hoffentlich wert. Haben die eigentlich ein Gegenmittel? Waffen ruhig. Interessant, dass die eigentlich alle... Vor allem, die sind ja nicht in dem Sinne unbewaffnet. Die haben bloß keine Schusswaffen. Achso, ich kann dann nach oben. Ich hoffe, Phase 2 ist das alles wert. Mein Rücken bringt mich um. Na gut, dass sie so funken, ne? Was haben wir hier Schönes? Ace. Hauptsache, da liegt ein Ace-Würfel rum. Warum? Das ist... Vor allem nehmen bloß alles mit. Das klingt so, als wäre die Bande wesentlich leichter zu manipulieren als ursprünglich gedacht, ne? Da habe ich... Ich habe noch nicht das Ding, wo ich aus der Entfernung geht. Was soll denn das eigentlich überhaupt für ein Raum? Was soll denn das hier darstellen? Dieser Kühlturm hier mit den zigtausend Löchern drin. Das ist da irgendwie ziemlich sinnvoll, oder nicht? Ich habe anscheinend schwebendes Popcorn. Du bist schwebendes Popcorn. Ja, ich bin... Deine Mutter ist Popcorn. Ey! So, wo ist denn jetzt hier? Ah ja. Multi-Ausschalten und Multi-Angst ausschalten klingt gut. Ich kann das nicht beliebig... Oh, der Sani muss auf jeden Fall down gehen, sonst... Oh, der ist auf die Schulter seines... des anderen Typen gesprungen, um diesen Sprungwurf zu machen. Oh, wie cool eigentlich. Weil die haben... Wie die Typen eigentlich von Rasa Ghul haben die so Messerbeine, ne? Von der League of Assassins. Musst du bitte aufhören, irgendwelche Ace-Kisten mit zu werfen? Das ist schrecklich. Hey, mein XP gekriegt. Variation 5. Und jetzt steht er wieder auf, das ist ja schön. So, wer ist er? Wer ist er jetzt hier wieder? Ja, nee. Hallo, Adam Ruhr. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil, ich bringe Sie hier raus. Das war... Oh. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. Ich wollte mich gerade vorhin sagen, dass es fünf Arbeiter, die ich retten soll... Aber das Batmobil hat, soweit wir sehen konnten, nur fünf Plätze, ne? Das war schon relativ klar, dass nicht alle überlebt haben. Von den Typen, die hier unten irgendwo im Keller liegen, die haben es wahrscheinlich noch mit am besten, oder? Wo geht's hier hin? Das geht ja einfach nur hoch, okay. Also ich warte übrigens immer noch drauf, dass sich ja am Ende herausstellt, dass einer der Arbeiter hier, dass das ein U-Boot ist. Dass sie nur so getan hat, um ins Batmobil zu kommen, dort was zu platzieren. Oder. Dass das alles irgendwie ein lang ausgeklügelter Plan war. Weil Batman muss natürlich die Leute retten. Achso, jetzt können wir mit dem Fahrstuhl fahren, oder was? Wir stecken hier unten fest. Der ist der einzige Weg hier raus und der ist Schrott. Hä? Aber die Türen gehen noch. Das ist doch sehr witzig, dass der Lift der einzige Ausweg ist. Wann baut man denn sowas? Was? Hab ich gerade den. So. Achso, schön, das Gegengewicht kaputt geschossen. Wie machst du das? Wir könnten den Typen halbieren, wenn wir den Lift einfach genau an der richtigen Stelle loslassen. Das wäre witzig. Ich glaube nicht, dass ich das so schnell hinkriege, oder? Was passiert von alleine? Ey, was natürlich sofort vorhin muss. Oh, ein Endkampf! Yay. Alfred,
Hab ich gesehen, Sir. Erstes Grenzling nahe, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird. Was? Da war es noch wieder drin. Deaktiviert. Na komm schon, du Held! Seh mir doch mal, ob du mithalten kannst! Ich muss wahrscheinlich auf ihn schießen, oder? Hast du das gespürt? Das ist nur der erste von vielen. Ich glaube, ich muss irgendwie mal demnächst die Panzerung relevant für mein. Das ist mehrfach. Ich bin mutig, dass ich das merke, oder? Bringt das irgendwas mit einem Gear, um zu schießen? Nicht wirklich, oder? Ist irgendwie besser, wenn ich das hier mit meiner Tastatur spielen würde, weil das dieses Ausweichen hier. Du bist noch nicht verloren. Gut, das macht die Sache doch sehr viel interessanter. Ich kann mit dem Gear auf ihn schießen, das bringt sogar was. Das große Geschütz bringt einfach mehr, ne? Komm schon, wie viele Raketen hat er eigentlich so einen Helikopter dabei? Ich kann nicht mehr so schnell gucken. Ich sollte vielleicht doch mal für zukünftige Bossfights. Ich dabei sein, doch dann würdest du dich nur zurücknehmen. Aber schön, dass er direkt kompliziert, dass er das hier nur macht, damit Batman halt so zum Äußersten geht. So, ja, wir mitfahren und unser Batmobil brennt leicht. Repariert sich das von alleine? Ja, es repariert sich natürlich wieder vollständig. Du hast noch nicht gewonnen! Heute Nacht bezahlst du für alles! Oder ausweichen wir nicht schlecht? Und ja, das. Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor. Ich brauche einen Weg rein. Und zwar jetzt. Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten dauern. Finde ihn, Barbara. Geduld ist eine Tugend. Schon mal ja. Gehört, oder? Anscheinend nicht. Geduld ist eine Tugend, ja, ja. Ja. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückfahren? Natürlich nicht. Das wäre irgendwie anstrengend. Hui, natürlich. Wenn wir vor allem da hinten drin sitzen, ist das doch total toll. Diese beiden hatten Glück. Scarecrows Männer haben die anderen Arbeiter getötet. Mistkerle. Bring sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim. Die Miliz ist überall im Gotham. Was willst du machen? Furcht vor dem Glauben? Ich werde zeigen, was passiert. Oh, verdammt, ich hab's zu schnell gemacht. Ich brauche einen Weg zu Scarecrow. Wir haben keine Zeit. Das wird dir nicht gefallen. Es gibt nur einen Eingang und der ist von innen versiegelt. Was ist mit dem Wartungstunnel? Er verläuft hinter der Hauptwand der Einrichtung. Ich schicke dir die Position. Was hast du vor? Improvisieren. Es hört sich so an, als würden wir durch die Wand durchwollen. Natürlich, ein Schuss, die Wand fällt perfekt auseinander. Klar! Achso, jetzt kann ich dieses. Das wird immer schlimmer. Jetzt kann ich das Ding bestimmt drehen da oben, oder? Die Plattform. Wenn das andere Ding hat ein Schrägdach, ne? Was habe ich vor? Gleittritt durchs Fenster? Warum Gleittritt durchs Fenster? Was genau habe ich jetzt vor? Das Improvisieren offensichtlich, aber wie genau? So, nun jetzt kann ich was machen? Kann ich von hier oben einfach rüberspringen? Geht das? Achso, warte mal, ich kann natürlich, glaube ich, einfach. Ob das so vorgesehen ist? Nee, aber das wird bestimmt was. Ich bin mir sicher. Mein Plan ist einfach nur gut. Ist das da oben eigentlich mein Nitro? Ach, das ist tatsächlich mein Nitro. Das ist endlich. Ich dachte, ich kann da einfach den Nachbrenner ballern, wie ich möchte. Sieht so recht um den HP-Balken. Ja, den HP-Balken vom Dings habe ich recht relativ spät gesehen. So, warte mal, jetzt kommen wir hier. Natürlich! Klar! Vor allem fragst du dich überhaupt, ob das Chemiewerk zumindest die nicht wichtigen Kammern überhaupt so geschützt sind. Weißt du, ich kann die auch einfach mit der Liege beschließen? Ja, wie die Dinger nicht, ne? Die brauchen einfach nur 3 Schuss, dann sind die down. Ich habe eine Schwachstelle in den Drohnenpanzern entdeckt. Ich überprüfe das und melde mich dann. Was ist denn das hier für ein Parkhaus? Hast du das gehört? Hat er unsere Panzer zerstört? Bist du sicher? Vielleicht haben unsere Panzer seinen Panzer zerstört. Ja, ganz recht. Panzer? Den Profilnamen ist es in Ordnung. Warum erwähnen die dann Panzer?
Keine Ahnung. Soll halt ein großes Auto sein. Und was jetzt? Lass dir keine Angst einjagen. Weiter im Plan. Oh, die haben automatische Geschütze. Es gibt den Soldaten Deckung. Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben. Wir sind die beste Armee, die es je gab, während er nur ein einzelner Mann ist. Soll er ruhig kommen mit seinem Panzer? Wir haben Hunderte davon. Er ist ein Mann. Wir sind Tausende. Er ist gut. Wir sind besser. Schön, wie sie sich gegenseitig die Aufbauhymnen herausholen. Waren die anderen nicht beim Briefing? Ja, kann ich den Geschütz nicht einfach rausnehmen? Überlistungsstunde gelangst du unentdeckt unter die Soldaten. Ach so, das ist meine Idee. Aha. Ich hätte jetzt aber von oben ausgeschaltet, bevor die da fertig sind. Stecke ich mir seine verdammte Maske als Souvenir ein. Ich ahne vor allem, dass es diesen Plan viele Leute haben, ne? Ja, ne. Ach, guck mal, hier sind diese... Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Geschäft von Ace Chemical nicht so gut läuft, wenn ich mir diese Anzüge da ansehe. Ugh. Warum habe ich das jetzt gemacht? Eigentlich will ich doch den Schalter drücken, oder? Der die Tür öffnet. Und nicht... Warte mal, da unten ist doch bestimmt... Ach so, da... Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann. Ich hätte das Geschütz doch einfach kaputt hauen können. Naja gut, schön. Apropos Geschütz. Ich stehe irgendwie in so einem Viereck. Batman, wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie. Hier sind überall Panzer, die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben. Haltet die Stellung, Jim. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe. Wir zählen auf dich, Batman. Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher. Es ist sowas von sicher, dass das am Ende... Das ist nicht der Ursprungsplan. Natürlich, er zieht das Ding wieder auf. Vor allem diese komischen Elektrostromkästen, die sind ja auch... Das ist hier nicht nur Wellblech, was da drauf ist, ne? Das ist ja tatsächlich nicht geplant, dass du die aufmachst. Also die sind schon irgendwie ein bisschen dicker. Also zumindest allein durch die Geometrie sind die halt recht verbiegesicher, ne? Wo sind die echt so voll, ja. Und die nächste Tür. Warum nehme ich dieses Scheißauto überhaupt mit? Ich könnte doch einfach... Ich habe gerade erfahren, dass Phase 1 abgeschlossen ist. Kann ich die Lampen runterholen? Im Moment trifft unser Kunde Vorbereitung, die Stadt in Angstgas zu hüllen. Denkt an eure Ausbildung. Gasmasken? Nutzlos. Atemgeräte? Nutzlos. Nur an zwei Orten seid ihr sicher, Männer. Unter der Erde oder so hoch oben, wie es geht. Das Toxin verursacht schwere Psychosen und in extremen Fällen selbstverletzendes Verhalten. Ihr habt alle euren Treffpunkt. Seid also da, oder Gott stehe euch bei. Und wenn ihr da seid, warten. Wir haben Drohnen in den Straßen. Wachtürme scannen den Himmel. Wir müssen nur den Babysitter für diese Altstadt spielen und Arkham Knight und Scarecrow ein paar persönliche Probleme mit Batman klären lassen. Und dann wird jeder hier seinen sehr großzügigen Ruhestandslohn genießen können. Verstanden? Sir, wir hören, dass eine Lieferung des Angstgases vom Standort abtransportiert wurde. Das ist korrekt. Diese Ressourcen wurden Phase 3 der Operation zugeteilt. Sonst noch Fragen? Nein? Gut. Dann gehe ich zur Sicherheit alles nochmal durch. Im Moment trifft unser Kunde Vorbereitung die Stadt in Hand. Spielt den selben Song nochmal! Denkt an eure Ausbildung. Oh. Kann ich jetzt die Lampen irgendwie runterhauen? Dann kann ich jetzt hier... Nutzlos. Atemgeräte? Nutzlos. Nur an zwei Orten seid ihr sicher, Männer. Unter der Erde oder so hoch oben, wie es geht. Das Toxin verursacht schwere Psychosen und in extremen Fällen selbstverletzendes Verhalten. Ihr habt alle euren Treffpunkt. Seid also da oder Gott stehe euch bei. Und wenn ihr da seid, warten. Kann ich jetzt hier bitte mal mehrfach ausfallen, zumindest drei Leute rausnehmen? Oh, das ist interessant hier. Das ist so einen großen Bohr lasse ich gar nicht vor. Das ist das Umgebungsausschalten. Und wieder so eine. Oh fuck.
Das hätte mich kriegen lassen für so Typen. Aber bitte, hab ich aber die Geschlechter hab ich aus dem Schachbrett rausgenommen. Diesmal können die Sunnis tatsächlich ein Problem werden, wenn so richtig. Was ist denn das hier mit diesen komischen. Ich kann mir noch keine Kombos. Ich muss quasi in der Nähe von so einem Schrank stehen, damit ich überhaupt was machen kann. Hä? Aua! Und die beiden Sunnis sind schon down. Wie ist das mit dieser Armee? Das hat ja super für die Bande funktioniert. Wir sind eine Armee. Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammerkapazität laufen lassen. Er blufft nicht, Bruce. Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ. Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle bringen. Nur in den Anlagen von Ace Chemicals kann man eine solche Bombe bauen. Der Fallout wird gewaltig sein. Wir haben ihm sogar geholfen. Es war ihm egal, ob alle fort sind. Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde. Ist doch geil, dass der beste Detektiv der Welt. Der beste Detektiv der Welt hat natürlich nicht als erste Tat des Tages die einzige Chemiefabrik weit und breit überprüft. Aber immerhin scheint der Arkham Knight, wenn er nicht gerade mit Batman beschäftigt zu sein, sehr daran interessiert zu sein, seine Leute zu verwalten. Ne? Das ist halt. Er labert nicht nur drauf rum. Er kümmert sich tatsächlich um seine Leute. So ein bisschen. So, jetzt natürlich habe ich wieder mein Auto rausgeholt. Das hat irgendwie keiner gehört, dass ich damit rangefahren bin, ne? Ob ich das einfach hätte heimlich aufmachen können? Wie jetzt? Muss ich jetzt noch eine Tür öffnen? Achso, ich hätte die wahrscheinlich alle mit in mein Auto kaputt machen können. Ich hätte gar nicht rumballern müssen, oder? Ja, das war ja richtig dämlich dabei. Guck mal, hier komme ich nämlich nicht rüber. Ich muss was machen? Der beste Detektiv der Welt ist Ingo Lenzen. Und Partner. Und nein. Ja, vielleicht auch Inspektor Gadget. Jedenfalls Batmans Performance ist eher so mittel hier. Ich bin trotzdem gerade leicht verwirrt. Welche. Hä? Was möchte ich noch machen, um die Tür zu öffnen? Wo muss ich jetzt hier nochmal in diesen Schaltkasten reingehen? Was ist denn, ach so, weil die Dings alle sind? Tja. Schön, dass wir die Mixkammer schon aus der Entfernung sehen. Aber wir können natürlich auf keinen Fall von hier aus einfach auf das Ding schießen. Das ging ja nicht. Was? Was ist das? Oder hier da oben, das sind die großen Mischbehälter. Die kann ich natürlich mit meiner 60 mm Kanone. Die sind natürlich militärisch gesichert, die Dinger. Da komme ich auf keinen Fall durch. Nein, nein, nein. Vor allem bis zur Mixkammer gibt es hier eine Straße. Na super. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist Batman. Bis dahin. Ciao.